Ab geht's, Leute. Wir haben ein neues Draft und wir haben, wir nehmen mal die 4-3-1-2-Formation. Guck mal, was soll's. Wir nehmen mal die Formation und starten rein. Let's go, let's go. Ab die Pelé. Love Bones. Nehmen wir erstmal mit. Let's go. Weiter geht's. Zentrales Mittelfeld. Come on, wir brauchen, jawohl, Icons wie immer. Seedorf, Clarence Seedorf. Erster Icon, wie ist das Icon-Rekord? Immer noch bei 11 Icons. 11 Icons ist unser Rekord. Full Icon Draft haben wir gepackt und zwar schon zweimal sogar. Aber wir versuchen mal, das natürlich noch zu toppen. Wir nehmen Barmet. Mittlerweile gibt es natürlich wieder noch mehr Icons. Also vom Ding her ist die Chance noch höher, eigentlich Icons zu bekommen. Aber 11 Icons in einem Team muss man auch erstmal kriegen. Thierry Henry, sehr nice. 97er Icon Thierry Henry. Son haben wir auch noch da hinten am Start. Und er ist natürlich eine stabile Icon, Digga. Warte mal ganz kurz, ey, wir nehmen hier natürlich ganz klar Thierry Henry mit. 97er Icon Sturm. Boah, lässt sich bislang sehen, würde ich sagen. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Nächste Icon, Vidic. Wir haben Marquinhos. Wir haben Makanji. Wir haben Pepe. Pepe, so eine Legende, Alter. Wie krank der gespielt hat mit seinem Alter. Aber wir nehmen natürlich Vidic mit. Auch wenn Marquinhos 96er die Copa America Karte natürlich auch nicht schlecht ist. Aber ist es, Icons haben Vorrang. Icons sind nun mal Icons und Icons nehmen wir mit. Rein das 93er. Pedri haben wir noch am Start. Nehmen wir mal rein das mit, ne? Würde ich sagen, als 93er. Kann nichts gegen sagen. Ist okay. Okay, bislang drei Icons. Also, da geht noch ein bisschen was, ne? Da geht noch ein bisschen was. In Sachen Icons. Let's go. Komm, sprech's an. Schmeichel. Torhüter-Position. Ihr wisst, es ist immer sehr, sehr wichtig. Torhüter-Position kriegt man meistens nur hier einen guten Spieler. Oder nur einen guten Spieler. Weil gleich hat man nur einen Torhüter auf der Bank. Deswegen wichtig, schon mal Schmeichel zu haben. Okay, vierte Icon. Vierte Icon. Linker Verteidiger, würde ich sagen. Linker Verteidiger. Nächste Icon. Cole war natürlich nur 89. Ne? Wir hätten hier damals in Nice Warner so ein riesen Gesicht hier auf der Karte. Ich weiß nicht. Aber wir nehmen Cole mit. Das ist nämlich Icon Nummer 5 mittlerweile. Okay. Full Icon Drop ist noch möglich. Sagen wir so, wenn wir noch zwei Icons der Startelf bekommen aus drei Spielern. Na, könnte möglich sein. Aber, na, könnte auch nicht möglich sein. Aber wir nehmen die nächste Icon. Pirlo, let's go. 90er Pirlo. Könnte jetzt noch möglich sein. Also, wir haben 6 Icons. Sagen wir so, eine Icon noch. Dann haben wir 7 nach der Startelf. 2 wäre natürlich perfekt. Aber eine würde schon reichen. Dann ist hier auf jeden Fall noch möglich, das Full Icon Draft zu bauen. Tar haben wir am Start. Cordoba oder Tar ist jetzt hier die Frage. Cordoba bringt uns auf 30 Chemie, Tar auf 29. Ja, komm, wir nehmen mal Cordoba mit. Was soll's? Das eine, der eine Ratingpunkt wird hinterher auch wahrscheinlich, wird nicht so viel Unterschied machen. Come on, eine Icon noch. Wow, let's go, Alter. Schuka noch am Ende. Ich wollte eigentlich schon Pop mitnehmen. Team of the Season 97er natürlich heftig. Aber 96er Schuka nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Sehr nice. Okay, 94er Bewertung nach der Startelf. Leute, lässt sich sehen, würde ich sagen. Das Team 94er Bewertung nach der Startelf. 33 Chemie. Krankes Team, Digga. Krankes Team. Könnte mein bestes Draft bislang in diesem Jahr werden. Aber mal sehen, ist noch einiges zu gehen. Und dann kommt natürlich hier ein 80er Taylor, Alter. Teamkollege von Lionel Messi. Läuft. Messi wäre schöner gewesen. Aber gut, weiter geht's mit Trossard, mit Mittelstädt. Wir haben Balotelli, Digga. 92er Balotelli. Heißt Balotelli mittlerweile. Oh, haben wir hier das Geburtsjahr 1990. Bro, er ist auch schon 4 und 3. 5 Sterne Skills. Let's go, kann man machen. Aber wir nehmen natürlich Trossard mit. 94er Karte von Trossard. Nicht schlecht fürs Rating. Schon mal ganz nice, würde ich sagen. Weiter geht's. Wir brauchen Icons. Wo sind die Icons? Wo sind, verdammt nochmal, die Icons? Podolski, auch eine kranke Legende. Savio, auch eine kranke Saison gespielt. Der ist halt auch erst 20, oder? Ist noch ein richtig junges Talent. Wir nehmen, komm, Podolski. Podolski ist dann, würde ich schon sagen, die größere Legende. Von daher nehmen wir auch Podi mit 94er Wertung immer noch am Start. Wir haben die Icon, noch keine Icon auf der Ersatzbank. Und was ist das hier schon wieder? Mann, ich glaube es nicht. Mercado. Ich sag's euch, Mercado. Oder ich glaube, der war einer der ersten Karten, die einer der ersten Special-Karten, ne, die es gab damals, die Champions League Road to Knockouts. Bro, den gibt es schon seit der dritten Woche oder zweiten, dritten Woche von Draft mit diesem Mercado. Seitdem kriege ich den schon, ey, ist unfassbar. Immer hast du diesen Mercado, Francescoli, 91er. Ich habe keine Icon auf der Satzbank bekommen. Das ist kurios. Das ist sehr kurios. Wir sind jetzt, lass uns mal zählen, 2, 4, 6, ne, 2, 4,
oder eigentlich zählen, 7 sind es nämlich. So, 7 Icons, 4 Icons noch für Full Icon Drop. Wow, ist noch möglich, aber jawohl, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir langsam wieder Icons kommen. Okay, wir haben Eusebio, den nehmen wir natürlich mit. Den packen wir erstmal hier oben hin, dann geht die Chemie erstmal ein bisschen runter. Kann einer von den ZOM spielen, eventuell Mittelstürmer, linker Flügelstürmer, kann auch nicht. Okay, egal. Wir machen erstmal weiter, Leute. Wir haben übrigens, schade, Cole ist nicht über 90. Ich wollte gerade sagen, sonst 95er in der Startelf, aber wir könnten ein Francescoli oder Pelé, ab die Pelé reinpacken. Dann hätten wir ein volles 90er plus Team. Messi, Sola und Cantona, wo die beiden Icons, die habe ich auch schon 1 Million Mal beide bekommen. Wir nehmen mal Sola mit. Nächste Icon. Okay, wir lassen es erstmal so wegen Chemie. Wir bauen dann hinterher gleich um. Ich denke mal, Icon, Full Icon Draft sollte schon noch machbar sein. Wir haben noch, wir brauchen noch 2 Icons. Dann haben wir einen Full Icon Draft. Könnte möglich sein. Come on. Könnte möglich sein. McTominay, 94er Karte, auch nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Stellen wir mal hier rein. Dann haben wir wenigstens einen 94er anstatt einen 93er drinnen. Pass auf, wir stellen wir erstmal wieder ab die Pelé rein, dann sind wir erstmal wohl Chemie, machen wir es erstmal so. Und wir können mal ganz kurz hier sortieren. Eventuell kommen wir sogar auf eine 95 hoch. Ich denke, uns ist schon nicht schlecht. Also wir haben schon eine High-Rated Bank, da kann man nichts gegen sagen. Gar keine Frage. Aber, naja gut, wir machen erstmal weiter. 95er Wertung wird erstmal nicht. Weiter geht es. Come on, nächste gute Karte hoffentlich. Ist die dann, kann man mal machen, 96er. Nehmen wir mit, dann brauchen wir jetzt noch eine Icon. Wir packen erstmal Seedorf raus. Eine Icon noch, Leute, dann haben wir es. Aber wir können mal Pelé und Zidane müsste ZOM spielen können, oder? Jawohl, Zidane kann ZOM spielen. Okay, so sieht das Ganze nochmal ein bisschen schöner aus mit den Icons hier in der Startelf. Aber warte mal, wir können rein das noch einstellen. Zack. Haben wir nochmal einen 93er anstatt einen 94er drin. Ich glaube, mehr können wir gerade nicht austauschen. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Immer noch auf einer 94er Wertung. Läuft bei uns, kommt eine Icon noch. Eine Icon noch. Der Linksverteidiger spielt Lahm. Oh, Bruder, der kann Linksverteidiger spielen. Let's go. Philipp Lahm. Damit haben wir einen Full Icon Draft. 11 Icons und ein Full 90er Draft. Footdraft Gaming is back am Start. Alter, kann man machen. Leider gehen wir nicht hoch mit der Bewertung. Auf 95 kommen wir leider nicht. Schade, schade, schade. Könnte, also müsste eigentlich mein bestes Draft werden. Also eigentlich sollte hier nicht mehr viel schief gehen. Ich hoffe mal, dass jetzt noch irgendwie 2 High-Rated Karten kommen. Einfach nur, damit wir auf der 94er Wertung bleiben. Kommen und irgendeine High-Rated Karte. Ja, Digga, Grimaldo. Let's go. Grimaldo nehme ich gerne mit. Können wir sogar reinstellen. Müsste, ja, erstmal ein Chemie weniger. Aber vielleicht gleich durch Manager noch irgendwie machbar. Philipp Lahm vielleicht auf die rechte Seite. Ja, warum machen wir es nicht so? Dann haben wir es doch. Let's go. 94er, schade, auch 95er gehen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Ich glaube, das Apple kommt drauf an. Wenn jetzt hier ein richtig kranker Kulter, aber er wird wahrscheinlich. Ja, Bruder, come on, dein Ernst. Ach, Digga. Also bitte. Okay, wir werden wahrscheinlich eh nicht auf. Wir gehen auch nicht auf 93 runter, das ist schon mal gut, aber wir werden wahrscheinlich auch nicht auf 95 hochgegangen. Von daher ist es eigentlich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Aber ey, also die Chance wäre da gewesen, wenn, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie noch ein Icon bekommen hätten. Hätten wir natürlich auf 95 eventuell noch hochgehen können. Aber, naja, schade. Aber trotzdem, krankes Team. Krankes Team, mein bestes Draft auf jeden Fall bislang. Schreibt mal gerne rein, was ihr so hattet, was bislang euer bestes Draft war. Wir machen nochmal ganz kurz hier den Manager fertig. Pirlo, Digga, als Manager und als Spieler kann man mal machen, Leute. Was ist denn hier für ein Gesamtdraft? Wir haben 127er Gesamtdraft, kann man machen, Leute, das war's von diesem Draft, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, bestes Draft, schreibt mir gerne rein, was euer Rekord war, wie viele Icons hattet ihr in einem Draft, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, nichts dazu verpassen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, danke fürs Einschalten, täglich einschalten, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts dazu verpassen, macht's gut, bis zum nächsten Mal rein und ciao.